Knapp zwei Wochen nach der Parlamentswahl in Großbritannien hat König Charles III. Offiziell das neue Parlament eröffnet. Zuvor war er mit viel Pomp und einer vergoldeten Kutsche in Begleitung von berittenen Gardisten vom Buckingham Palace zum Palace of Westminster gefahren, wo er die sogenannte King's Speech verlas. Die Rede wird zwar vom Monarchen gehalten, ist aber von der neuen Regierung verfasst, um ihr Programm vorzustellen. My Lords and members of the House of Commons. Mitglieder des Houses of Lords, Mitglieder des House of Commons. Meine Regierung wird dem Land dienen. Mein Regierungsprogramm wird missionsorientiert sein und basiert auf den Prinzipien der Sicherheit und Chancengleichheit für alle. Während meiner Regierungszeit soll Stabilität das Fundament meiner Wirtschaftspolitik sein und jegliche Entscheidung den steuerlichen Vorgaben entsprechen. Die Legislaturperiode wird erfüllt sein mit erheblichen Veränderungen der Besteuerung und der Ausgaben, und das Budgetamt wird sie streng kontrollieren.